Recht herzlich willkommen zur 159. Folge von Simotrans. Ja, wir sind letztes Mal dazu dem Stand gekommen, dass wir hier aus dieser Stadt zwei Linien machen. Also der Buslinie, die ja eine ist, machen wir zwei. Ich habe nochmal nachgezählt, ich glaube A bis F war das. Wir sind hin und her fahren, dann halt immer zu A wieder zurück. Das hatte der Michael, meine ich, damals geschrieben. Das bedeutet 2, 4, 2, 4, also wir machen diese 5. Warte, das Rathaus ist hier, okay. Dann machen wir diese 5 dahin fahren und diese 5 auch dahin fahren dann, ne? Ja, bauen wir das um. Schauen wir, wie das wird. Das war jetzt Adenau, Stadtbus Adenau. Stadtbus Adenau. Der ist da. Und der fährt ja alle an, ne? Ja, dann machen wir Stadtbus Adenau Süd und Stadtbus Adenau Nord. Dann fangen wir dann mal mit einer neuen Linie an. Neue Linie. Stadtbus Adenau Nord. Und fertig. Haben wir schon mal. Linie ändern. So, wie war das jetzt hier? Das können wir mal gerade darunter machen. Wir brauchen das Fenster. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Und das sind auch 5. Also 2, 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E und F. Die machen wir einen und die machen wir auch einen dann. Fertig. Also wir starten hier, fahren nach da, fahren nach da, fahren nach da, fahren nach da. Da, fahren nach da, fahren nach da und fahren nach da. Nachher geht's wieder zum Ostdeutschen Rathaus. Passt. Läuft die Linie. Oder? Ja. Ich glaube, hier haben wir ja gar kein Dingens, ne? Hier gibt's kein Depot, der kam von da unten, der Bus, ne? Haben wir immer hier losgeschickt. Machen wir auch. Ist kein Problem, denke ich. Das war der Bus, ne? Und den schicken wir jetzt Stadtbus Adenau Nord. Dahin. Und starten das Ding. Und wir setzen auch einen Bulli mit Post da drauf. Und starten den auch. Gut. Dann ist das erstmal erledigt. Die beiden fahren dahin und wir gucken dann weiter. So, jetzt ist Stadtbus Adenau noch da und den müssen wir dann ändern. Das ist der hier. Den nennen wir dann mal hier Leerzeichen Süd. Und schmeißen natürlich irgendwas auch gleich runter. Zum Beispiel den. Der hat keine Postsäcke, kann gleich nach Hause fahren. Dann machen wir da hin. Weil wir brauchen nur einen. Hier ist noch so ein Bus, so ein Bus und so ein Bus. Und ich glaube, der Bus, den wir eigentlich drauf haben, der ist gar nicht da. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir das so, dass wir nochmal runtergehen und da erstmal noch einen von diesen Bussen draufsetzen, die uns finanziell am besten passen. Den Stadtbus Adenau Süd. Hat er das noch nicht übernommen hier? Wahrscheinlich jetzt erst, ne? Oh ja. Und den starten wir. Können wir das Depot schließen. Gehen wir erstmal wieder hoch. Und der ist jetzt da drauf, das passt schon mal. Jetzt müssen wir die Linie nur dementsprechend ändern. So, Linie ändern. Großbäckerei, Rathaus ist schon mal gut. Oh. Pasteuring. Ist passend. Rathaus. Da haben wir schon mal anfangsweise was richtig gemacht, sehe ich gerade, oder?
Also, wir sind Rathaus, fahren dann zur Großbäckerei. Rathaus, fahren dann zum Pasteure. Und dann wieder Rathaus. Das bedeutet hier einfügen, Rathaus. Dann fahren wir zum Jupiterweg, der da ist. Paulstraße haben wir, Jupiterstraße haben wir. Und dann fehlt noch die Sattlerstraße. Die Paulstraße löschen wir da raus. Fahren dann zum Ostdeutschen Rathaus. Richtig gut unterwegs, ne? Alles, was hier hinterkommt, löschen wir erstmal weg. Stauweg. Ostdeutsches Rathaus. Geflügelhof, Betriebshof. Ach, das war da ganz oben noch. Oh. Den haben wir noch nicht mitgenommen. Dann lass den dann mal noch stehen. Aber nee, den werden wir anders abfrühstücken, denke ich. Das können wir schließen. Ja, mach den Flügelhof weg, den müssen wir aber im Kopf behalten. Das auch weg. Starrenweg weg. Und Ostdeutsches Rathaus am Ende kann auf jeden Fall auch weg. So, jetzt fahren wir da unten hin. Da rechts hin. Dahin. Dahin. Und dahin. Das heißt, wir haben dieses geschafft. Passt. Gut, dann haben wir das erledigt. Er kann erstmal runter aus der Linie. Und ja, machen wir nicht laden. Und hoffen, dass der gleich den einen, die zwei Passagiere rauslässt. Und bei dem ist es gerade passend zum Depot. So, er kommt hoch. Er ist noch beladen. Machen wir auch nicht laden. Der fährt ja weg. Der bleibt. Der fährt gleich weg und der fährt gleich und der bleibt. Dann haben wir es erstmal. So, er fährt jetzt zur Bäckerei. Muss aber gar nicht hin. Super, die beiden anderen Strecken sind da. Okay. Und er hat noch 14 Gäste. Ja, dann passt das erstmal mit der Linie, oder? Jetzt müssen wir nur mal gerade gucken, was wir mit der Geflügellinie da oben machen. Oder ein Geflügelbahnhof. Setzen wir den einfach hier dran? Ja, ich glaube schon. Linie ändern. Dann nochmal Rathaus. Und dann Geflügelhof. Fertig. Sonst holen wir da auch die Post nicht ab. Das wäre auch nicht gut. Passt. So, der ist schon am fleißig einsammeln auch. Dann ist das okay. Und Adenauer Süd hat jetzt ihn hier. Und einen Passagier noch. Sieht man gar nicht, dieses kleine grüne Fitzelchen hier. Aber den schicken wir gleich auch nach Hause. Wenn er entladen hat. Ja, da oben nur 11 drinne. Ja. Jupiterweg dauert ewig, ne? Wir können das aber hier. Der fährt ja sowieso zum Depot. Na, jetzt ist er auch gleich da. Dann brauchen wir da auch nicht mehr machen, ne? Lassen fahren. Alles ist gut. Ja. Er hat nur 8. Er hat nur einen. Die Post wird voll. Der Bus ist auch fast voll.
Ja, wo ist denn der Jupiterweg jetzt, ha? Krass. Ah, jetzt fährt er an. Ja. Da sind es nur noch 6 und die müssen nach der Sattlerstraße. Und da fährt er noch nicht hin, er fährt erst noch zum Rathaus. Kann man natürlich auch direkt anfahren, ne? Wäre dann auch der übernächste Halt gewesen, passt schon. So, er ist weg, er kann zum Depot. Und er ist im Depot und können wir ausladen, der war sowieso veraltet, ne? Postbulli verkaufen wir auch, egal. So, jetzt noch die beiden weg und dann ist alles gut, ne? Können aber auch hier rüber das so machen, ne? Hat er noch Fahrgäste? Achso, er ist hier. Ne, hat er auch nicht. Und dann zack, verkauft. So, jetzt passt die Linie. Und die zweite Linie haben wir hier. Wo ist er gerade? Er fährt gerade da oben lang. So, jetzt würde ich sagen, verfolgen wir das mal an. Er fährt jetzt zum Getreidehof, hat da 10 Leute dabei. Und 46, oh, das ist schon mal schlecht, dass er jetzt voll ist. Und jetzt zu dieser Pleninger Straße. Also schlecht ist es, nee, sogar gut, ne, weil dann rentiert sich das Ganze ja am Ende. Das, was zu überlegen ist halt, dass wir jetzt vielleicht einen zweiten Booster draufsetzen müssen. Weil, wenn wir jetzt die alte Stelle holen, wie heißt sie denn? Da stehen nur 93 Fahrgäste. Okay, das bedeutet, zack, runter nach, sag schon, nach Riedenburg zum Depot. Und einen weiteren Bus auf diese Linie. Adenau Nord. Stadtbus Adenau Nord. Und starten. Das schmeißen wir gerade da oben hin. Er ist wie gesagt da voll und fährt auch voll zurück. Noch hammerhart. Das ist Ostdeutsches Rathaus. Ja, ich sehe gerade, hier sind 211 Leute. Es ist gut, dass da so viele langfahren. Jetzt ist nur die Frage, ob die Sattlerstraße hier in dem Nord ist oder im Süd. Wir sind in Radolfzell, das ist die falsche Stadt. Hoch zur Sattlerstraße, die ist hier. Ich glaube, die gehört zur Südlinie, ne? Also hier sind 43 und 3 drin. Da wird sogar irgendwie umgestiegen. Kann das denn sein? Achso, nee, 3 direkt zur Ost zum Rathaus und 3 dann da umsteigend. Passt schon. Ja, auf der Süd ist jetzt nur einer. Ich glaube, die Sattlerstraße gehört zum Süd, ne, oder? Wo ist denn das jetzt hier? Ost, Norddeutsche Großbäckerei. Wo ist Pasteur? Baustraße. Sattlerstraße. Bedeutet, einen davon auf die Südroute. Stadtbus Adenauer Süd starten. Und können wir da ein Stück wegschieben. So, Nordroute nochmal. Macht miese, steht da jetzt. Okay, Busse sind leer, das ist schlecht. Warum sind die jetzt gerade leer? Kopernikusgasse. Da gibt's wohl nichts zu holen. Verfolgt den mal, aber da ist dieses Fenster im Weg. Aber da hat er 20 Fahrgäste geholt. Hin will da keiner, aber weg. So.
So, da 2 für den nächsten, holt da 5 weg. 1 für den nächsten, holt da 2 weg. 46, 33, 14, 18, 5, 9. Ja, ich glaube, das mit den 2 Bussen war fehlgeplant. Jetzt fahren nicht mehr so viele. Ja, da sind Nummer 40. Ja, jetzt schwierig, ne? Aber der ist ja voll hier. Das ist ja der zweite auf der Linie, ne? Und der ist mit voll unterwegs. Ich glaube, lassen wir so. Müssen wir auf Dauer dann nochmal wieder reingucken, wie wir das bei Riedenburg genauso machen würden, müssen. Aber das wird schon werden. Gut, das war die. Und jetzt gucken wir hier. Er hat da ganz wenig. Folgen wir den mal gerade. Fahren natürlich, glaube ich, auch gerade beide hinten, aber da sind beide gerade voll gewesen. Da ist wieder einer voll. 27, 46, 46, 17, 17, 10. Ja, ich glaube, das können wir auch so lassen. Lassen wir 2 darauf fahren. Gut, das ist noch die Rathaushaltestelle, ne? Da warten ja auch noch 270 Passagiere. Da muss ich noch was tun. Und wir werden sehen, wie es da weitergeht. Ist da noch einer im Depot? Ich glaube nicht, oder? Achso, das ist wenn auch da. Gut, die machen wir alle zu. Haben wir geschafft. Holen das nochmal rüber und gucken hier, ob noch irgendein Fahrzeug ist. Ist keins, alles ist gut. Depot ist leer. So, dann haben wir die eine Stadt erledigt. Jetzt ist die Frage, hier haben wir glaube ich schon 2 Städte dabei, 2 Buslinien, aber nicht die passenden, ne, oder? Gibt es Ost und Linz, aber ich gehe davon aus, dass der Fahrplan da nicht optimiert ist. Den können wir sehen, Ost, Stadtbus, Bahnhofzelt Ost und West, Riedenburg. Doch, der ist schon optimiert. Okay. Ah ne, das ist ja auch Riedenburg, wir brauchen Radolfzell. Radolfzell West. Nein, das ist nicht optimiert. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Da optimieren wir hier die Buslinien, denke ich mal. Schauen uns das Ganze dann so an. Wir können ja mal gerade nochmal das aufmachen und können auch wirklich mal gerade in Riedenburg nochmal nachgucken. Aber da fährt der 5 Miese ein. Und der fährt 2 Miese ein. Aber okay, das wird dann irgendwann erst werden. Mit der Zeit. Aber wie gesagt, der Fernverkehr ist das Entscheidende. Die Schiffe reißen es dann nachher wieder raus. Ne? Haben wir es soweit, würde ich sagen, oder? Ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte und die Folge war, denke ich mal, ganz nett. Da könnt ihr dann auch einen Daumen hoch geben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.